Das Besondere an der Ausbildung bei den Stadtwerken Solingen ist die Vielfältigkeit der Tätigkeiten. Unsere Azubis können bereits während der Ausbildung in jegliche Bereiche reinschnuppern und alle Abteilungen kennenlernen. Da wir für den eigenen Bedarf ausbilden, besteht so die Möglichkeit, schon während der Ausbildung herauszufinden, wo sie denn am liebsten nach der Ausbildung eingesetzt werden möchten. Zusätzlich haben unsere Azubis die Möglichkeit, sich über die Ausbildung hinaus in verschiedenen Projekten zu engagieren. Und besonders die Azubi-Fahrt stellt da jedes Jahr wieder das absolute Highlight dar. Die Arbeit der Azubis wird vergütet nach dem TVAÖD, aber was das genau für die einzelnen Ausbildungsjahre heißt, könnt ihr auf unserer Homepage nachlesen. Aber jetzt will ich euch nicht weiter mit Fakten langweilen und wir schauen uns einfach mal den Alltag unserer Azubis an. Wenn ich nicht in der Berufsschule bin, sondern im Betrieb, starten wir jeden Tag, indem wir uns erstmal mit unserem Chef zusammensetzen, einer Baustelle zugeteilt werden, gesagt kriegen, mit welchem Gesellen wir unterwegs sind. Ich finde die Ausbildung bei den Stadtwerken Solingen sehr abwechslungsreich. Wir kommen viel rum, wir sehen viele andere Orte, viele andere Abteilungen, beispielsweise die Busbetriebe, die Wasserwerke und sonstige Versorgungen. Um die volle Bandbreite bei uns zu erreichen, schauen wir oft auch nach dem Rechten in Serverschränken, kontrollieren Patches und überprüfen generelle Anschlüsse. Teamarbeit wird bei uns groß geschrieben und gerade als Elektroniker ist es wichtig, dass wir wissen, wir können uns auf die anderen Leute verlassen und wir wissen, wir sind füreinander da. Baustellen haben wir nicht nur auswärts, sondern auch oft bei uns auf dem Gelände und da kann es auch durchaus mal vorkommen, dass es mit dem Hubsteiger hoch hinausgeht. Fehler bei uns im Stromnetz haben keine Chance. Mit unseren Ortungsgeräten kommen wir ihnen schnell auf die Schliche. Wenn es hart auf hart kommt, kann ich mich auf meine Kollegen verlassen. Nie ohne mein Team.